Dieser Part war so schwierig. Ich habe erstmal die mittleren Finger ausgegraben. Weil ich dumm wie den ganzen Gips da reingekippt habe, musste ich die Hände erst wieder vom Gips befreien. So eine unnötige und anstrengende Arbeit. Könnt ihr diese Farbe erkennen? Das ist doch Gold. Ich wollte goldene Hände. Warum werden die, sobald die trocknen, silber? Ich verstehe es nicht. Hier hat mir übrigens der Bohrer gefehlt, deswegen muss ich es per Hand schrauben. Die Hände so positionieren, dass da nachher eine Toilettenrolle reinpasst. Hoffentlich hält dieser Montagekleber, die wiegen bestimmt 2 Pfund. Bei dem Konstrukt habe ich mir gedacht, dass es ja beweglich sein muss, sonst kann ich ja die Toilettenrollen nicht wechseln. Das ist der Moment der Wahrheit. Hoffentlich hält der Kleber, weil sonst ist das Ganze kaputt. Und ja, so kann man jetzt auf Toilette gehen.